Betroffenheit. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, der Emotionen, der Gefühle, der geistigen Fähigkeiten. Heute geht es um Betroffenheit. Betroffenheit ist natürlich keine Tugend, aber Betroffenheit ist eine bestimmte Fähigkeit des Menschen, die ihn in der Seele etwas aufrüttelt, etwas aufschüttelt und ihn dann hoffentlich dazu veranlasst, Gutes zu bewirken, Neues zu tun, sich einzusetzen für eine gute Sache. Angenommen, jemand schimpft einen anderen ungerechtfertigt und man hört das. Dann ist es gut, wenn man betroffen ist. Also es betrifft zwar einen nicht selbst, weil der andere geschimpft wird, aber man hat trotzdem eine Betroffenheit, weil man mit dem anderen mitfühlt und merkt, da ist gerade ein Unrecht, was passiert. Diese Betroffenheit führt dazu, dass das, was einem anderen geschieht, auch dich betrifft. Und führt dich hoffentlich dazu, dass du dann überlegst, wie du tätig werden kannst, was sinnvoll machbar ist und wie du ein Unrecht vielleicht aus der Welt schaffen kannst. Oder, angenommen, jemand verkündet etwas, was irgendwo viele Menschen stört oder vielen Menschen das Leben schwer macht. Selbst wenn es dich nicht betrifft, hast du dennoch Betroffenheit bekommen und damit ist Solidarisierung mit den anderen. Betroffenheit ist also eine Fähigkeit des Mitgefühls. Natürlich, Betroffenheit ist auch, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ja, schlechtes Gewissen ist vielleicht etwas stärker, Schuldgefühl noch etwas stärker. Und oft reicht es aus, etwas Betroffenheit zu zeigen. Nicht zu zeigen, sondern zu fühlen. Du machst einen Fehler, du merkst, es macht anderen Menschen das Leben schwer. Es hat für dich und für andere irgendwo keine positiven Konsequenzen, Auswirkungen. Dann hast du eine Betroffenheit, es betrifft dich. Und du nimmst dir dann hoffentlich vor, etwas zu ändern, es wieder gut zu machen, etwas besser zu machen. Sei es erstmal um Entschuldigung zu bitten, zu überlegen, wie du es besser machen kannst, oder auch zu fragen, was du vielleicht machen kannst, um es wieder gut zu machen. Und so kannst du aus der Betroffenheit Kraft bekommen. Ja, überlege selbst, was heißt Betroffenheit und was heißt es für dich in diesen. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Bedeutungen, aber ich will jetzt diese Bedeutungen nochmals zusammenfassen. Betroffenheit ist ein Mitgefühl, wenn jemand anders irgendwo ein Leid geschieht und aus Mitgefühl fühlst du dich betroffen und das gibt dir Energie, dem anderen zu helfen und sich für ihn einzusetzen. Die zweite Bedeutung, du hast dir selbst, insgesamt geht irgendetwas Großes schief. Du fühlst dich betroffen und deshalb willst du etwas tun, damit das wieder ins Lot kommt. Und die dritte Bedeutung, du hast selbst einen Fehler gemacht und du fühlst dich betroffen, du empfindest Betroffenheit, was dir hoffentlich den Ansporn gibt, dich zu bessern. Also Betroffenheit, schon eine wichtige und gute und positive Eigenschaft, die man ruhig manchmal auch bewusst empfinden kann. Ja, überlege das, vielleicht die nächsten Tage, lass dich öfters mal durchaus betroffen werden. Nur leicht zu sein, das Leben immer nur von der leichten Seite zu nehmen, das ist vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Vielleicht. Ich will jetzt nicht über Menschen urteilen, die anders sind. Jeder Mensch hat unterschiedliche Fähigkeiten. Aber ich meine, Betroffenheit ist auch eine wichtige Fähigkeit des Menschen.